Hey ho und willkommen zurück zum Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order, natürlich in 21 zu 9. Und ihr habt, falls ihr das Let's Play nicht verfolgt, doch was Wichtiges verpasst in der letzten Episode. Denn wir haben auf Triller getroffen. Zumindest wissen wir, wer jetzt Triller ist. Und ja, falls der Name euch noch nicht sagt, das ist die Padawan von hier, der Commander gewesen. Von der Dunkelhäutigen, die wir Wir sind uns. da. Es ist anders als das andere Grab. Okay, das sieht gut Keine aus. Ahnung. Gefällt mir nicht. Also die Dunkelhäutige aus dem Schiff hier. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich hab's mit Namen. Nein. Wo müssen wir denn hin? Genau, da fand der Kampf statt. Hier sind Seile. Hier müssen wir weiter. Alter, wie weit ist das denn noch? Ich finde es immer krass, wie groß die Karte ist. Also das ist auf jeden Fall die größte Karte von allen, würde ich mal fast behaupten, ne? Wobei wir können auch nicht mal krass weit wegzoomen. Ah, naja gut. So viel zu erkunden. So wenig Zeit. Okay, weiter im Text. Ach ja, genau. Falls ihr denn die letzten Episoden schauen wollt, könnt ihr oben rechts auf das I-Symbol klicken. Dann kommt ihr nämlich auf Ich die hab's. Playlist von Genshin Irr. Sie. Warum habt ihr nichts gesagt? Weil sie eine Lügnerin ist. Du. Wie? Ich habe den Funk in dem Moment umgeleitet, als du sie kontaktieren wolltest. Das Hacken verschlüsselter Nachrichten war früher eine Art Hobby von ihr. Sie hat's mir beigebracht. Es gibt keine Technik von Seer, die ich nicht perfektioniert habe. Moment, so. Dann kommt ihr zum Let's Play Star Wars. Das wollte ich sagen, nicht Genshin Impact. Genshin Impact ist das, was ich parallel gemacht habe. Und ja, jetzt habt ihr Triller gehört und Seer ist die Person, die ich halt eben meinte. Okay, die Entstehung der zweiten Schwester. Während das Imperium dem Grab von Myktul tatsächlich immer näher kam, reiste Kahl nach Zephor, wo er in eine Falle der zweiten Schwester tappte. Diese gab sich als Triller, Seres einziger Padawan, zu erkennen. Nach einem erbitterten Kampf schien Triller die Oberhand zu gewinnen, aber kurz bevor sie Kahl niederstrecken konnte, schaltete sich BD1 ein, in der er ein undurchdringliches Laserfeld zwischen Triller und Kahl platzierte. Während Kahl tiefer in die Myktruls Grab floh, versuchte er Zerre zu kontaktieren, wurde aber von Triller unterbrochen, die sein Kommunikationssystem gehackt hat. Ja, das Fass ist eigentlich so ziemlich gut hier. Jetzt die ersten 3 Minuten dieser Episode und die letzten 5 Minuten der letzten Episode, aber ja. Wie gesagt, oben rechts E-Symbol kommt ihr auf die Playlist. So, ich bin mal gespannt, was wir noch so alles erfahren werden. Von Trila haben wir nämlich erfahren, dass sie uns wahrscheinlich auch hintergehen wird, sobald wir den Holocron finden. Ach, das war die falsche Taste, aber. Ausweichen. Ah, hat er nicht rausgekickt? Schade. Zack, zack, zack. Alter. Alter, ich musste von vorne rauskicken. Ich weiß es gerade nicht mehr. Zack, zack. Zack, zack, mal, ist einfach klassisch. Au, oh, der hat mich doch noch getroffen. Ah, komm schon. Ich fühle mich nicht gut, BD. Nicht gut gelaufen. Definitiv nicht gut gelaufen. Ich wollte ihn dreimal diese Kugel aus seiner Brust rausdrücken, aber ich weiß nicht, ob ich von vorne nochmal stehen musste oder halt anders. Ach, da oben ist wieder so eine Kugel. Ah, cool. Irgendwie hat das was, dass es hier so regnet. Was sehen wir denn da Schönes? Interessante Wandmalereien. Ach, kennt ihr noch diese zwei Türme da oben mit dieser Kugel in der Mitte? Das haben wir doch auf diesen anderen Planeten gesehen. Hier, da wo die Schwestern leben. Da hatte ich auch dazu, glaube ich, die Bemerkung gemacht, dass das cool aussieht, weil da so eine Sonne genau dazwischen war. Ob da vielleicht ein Zusammenhang wieder damit ist. Ha,
vielleicht aber auch an. Ist das auch anders gemeint hier? Oh. Nee. Ich muss die Kugel von woanders holen. Okay, akzeptiere ich. Wahrscheinlich ist die, die da oben gemeint ist. Ich finde immer, wie das wegbröselt, immer richtig geil gemacht. Das ist auch nicht in jedem Spiel nice. Erstmal scannen. Sehen wir nach. Mein Freund, diese Geräte simulieren die Schwerkraft dieses Planeten. Ich bin sicher, das ist ein Leitmotiv. Okay, kann ich das hier irgendwie... Nein, kann ich nicht. Interagieren. Push the button. Aha. Warte, wenn ich jetzt da laufe. Hätte ja sein können, dass es mich dann gegen die Wand drückt. Ah, hier kann man speichern. Sehr gut. Dann auf ein neues. Wieder heilen und das Übliche, ne? Ist das dann wieder? Ne, das bleibt dann so. Okay. Hier läuft die Zeit davon. Wofür? Meine Späher haben hinten im Grab ein interessantes Artefakt entdeckt. Ich studiere es gerade und lüfte seine Geheimnisse. Cordova hatte wohl einiges für diese Seppo übrig. Vielleicht genug, um das Holocron in ihren Gebeinen zu verstecken. Ja, mal sehen, was du rausfindest. Verfolge das Ziel. Beheilung, packt ihn! Erledigt ihn endlich! So. Ach, da waren zwei. Drei? Oh, lol. Ich habe jetzt eben nichts gesagt und nicht attackiert, weil ich wollte halt zuhören, was sie sagt. Ich weiß nicht. Die ist zwar böse, aber irgendwie... Das ist so typisch Star Wars. Die ganzen bösen Charaktere sind, versuchen halt durch eine Art und Weise die Leute zu bekehren, ohne direkt böse zu wirken. Wobei man weiß, die sind böse und dann irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber... Achso, diese Wand hat sich jetzt aktiviert. Und hopp. Zack. Ah, hier gibt es noch solche diverse Wände. Wahrscheinlich muss ich das alles irgendwie aktivieren mit der Zeit. Ah, schaut euch das mal an. Gut. Damit kann ich scheinbar nichts machen. Alter, wie kannst du das denn nicht... Alter. Wie kann man das nicht treffen? Jetzt mal ohne Witz. Naja. Das konnte ich ja nicht zerstören. Genau. Allerdings hatten wir was erfahren. Ja genau, diese Kerzen hier, diese Feuerstellen. Alter, erstmal alles scannen. Votivkerzen. Die häufigsten Opfergaben, die zu Miktuls Grab gebracht wurden, waren Votivkerzen, die für gewöhnlich mit gravierten Metall umhüllt worden, waren. Es heißt, ihre Flammen waren ein Symbol für Miktuls grenzenloser Macht. Ja, aber ich krieg das hier nicht rausgezogen, was ich ein bisschen merkwürdig finde, aber naja, ah, hier ist auch noch was. Öffne. Und dann hast du... Hey, BD, hier drin. Ja, sehen wir es uns an. Hier sahnischer Schmelz, okay. Mein Freund, der Fund hier ist beunruhigend. Schön, dass du nichts mehr sagst. Mein Freund, der Fund hier ist beunruhigend. Diese Kerzen waren Opfer für dieses Grab zur Verherrlichung des weisen Miktrol. Erst hielt ich sie für Weihgaben an den Lebenswind, aber je weiter ich vordringe, desto unwahrscheinlicher wird das. Und doch, eines fasziniert mich. Figuren von Sepho, die runde Objekte halten, fast wie Kugeln. Das Grab ist gut erhalten, aber diese sind alle zerstört. Ein interessantes Rätsel.
Da habe ich auch wieder was rot. Ach, Moment mal. Das hatten wir noch nicht ausprobiert. Ich dachte, den hier ein bisschen schiebe, zurückschiebe. Oh, Junge, Alter. Kann ich es deaktivieren? Ja, okay. Weil dann könnte ich Folgendes machen, oder? Hier hoch. Alter, dann weg mit dir. So. Doch. Das war es mir wert. Die Kugel wieder. Jetzt hätte ich die Kugel machen müssen. Naja, never mind. Alter, ich weiß gar nicht, was gerade abgeht. Ich komme hier nicht raus. Ich bin irgendwie stecken geblieben. Machen wir es einfach so, ganz klassisch. Ah, oh, 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 oh. Mit klassisch meine ich aber nicht kassieren. Wie habe ich das denn geschafft damals? Alle, hopp. Oh, Alter, erstmal tritt in die Fresse. Alter. Komm, du brauchst nicht mehr viel. So. Uff. Ich brauche Hilfe. Irgendwas mache ich falsch. Das passiert, wenn man halt nicht kontinuierlich Games spielt, weil dann vergisst man Kleinigkeiten wieder und die sehr wichtig sind. Heilen. Nicht so gut. Wieso ist eine Tür so weit oben? Also bewegen wir uns gerade in die richtige Richtung. Bestimmt müssen wir hier oben was machen, damit wir hier das kaputt machen oder so. Also ist der Weg eigentlich richtig. Ich werde mich jetzt aber trotzdem heilen. Ausruhen. Zack, zack. Ganz kurz spinksen. Okay, ich habe den in den Abgrund gekickt eben. Ach, das sind wieder diese komischen Pflanzen, die so hochploppen und explodieren. Denn hier noch mehr? Da kommen wir niemals rüber. Ich gehe zurück und melde es dem Trupp. Was? Tschö. Eigentlich schon richtig fies. Sind wir die Bösen? Wir tragen Totenköpfe auf unseren Outfits und stoßen Menschen, oder auch wenn es Klone sind, Klone von der Klippe. So wie hier. Hauptsache. Ja. Ja. Wenn man es genau nimmt, sind die Jedis auch nicht unbedingt die Guten. Aber es gibt ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, keiner, der perfekt gut sein kann. Weil da wird immer irgendwie ein Schaden entstehen, in irgendeiner Form. Ich meine, Jedis sind doch die Beschützer des Guten, nur... Ja, ich glaube, die Jedis sind an sich eigentlich auch nicht viel besser als die Bösen. Vorausgesetzt, also wenn ihr die Filme geschaut habt, wisst ihr vielleicht, was ich meine. Alter... Und hopp. Ja, Alter, der geht sofort nach unten beim Springen. Okay, erstmal neu schwingen. So. Okay, wo komme ich denn jetzt hoch am besten? Oder muss ich runter? Achso, ich mach's lieber so. So geht das. Oh, wohin? Ja, die wachsen wieder. Jede Minute kommen neue Soldaten in dieses Grab. Hast du Angst, selbst anzutreten? Hätte sich dein Droide nicht eingemischt, hätte ich dich problemlos erledigt. Ruhig, Kumpel. Ignoriere sie einfach. So, warten wir mal einen kurzen Augenblick. Oh, ich dachte, die fallen mit runter. Naja. Uff. Moment mal, jetzt muss ich gucken, was ist passiert. Was?
Es sieht gerade nicht so danach aus, als würde ich irgendwas blockieren können. Okay. Nur warum macht es Sinn, das Ding zu betätigen? Scharfschütze, ne? Ach, jetzt sehe ich, warum es Sinn macht, die Dinger zu bewegen. Hier ist was zum Klettern. Hab dich gefunden, Eindringling. Ich wusste, das ist zu viel für ihn. Na, was wollt ihr jetzt machen? Jetzt, ohne Flachs. Attackiere den Feind! Schießt ihr auch? Nee, ne? Holt euch den Feind! Ich könnte mich verrückt sehen! Uff, ich will selbst nicht runterfallen. Der Kerl ist sich gerade untalentiert. Ja. Na komm, zack. Ach, den zweiten Mal habe ich irgendwie doch zu spät gedrückt. Okay. Wo wollen wir denn als nächstes? Hier, schätze ich mal. Alle, hopp. Du kommst hier nicht mehr lebend raus. Oh, nö. Alle, hopp. Ich kann dich da unten sehen. Ja, komm runter. Damit ich hochklettern kann. So. Ach, yes. Easy. Manchmal macht es Sinn, den Gegner wirklich runterzuschicken, um hochkommen zu können. Und den dann nochmal richtig runterzuschicken. Ah, wieso ist das blau? Moment mal. Aha, Moment mal, schaut euch das mal an. Ah, okay. Weil der wurde hier blau markiert sozusagen, deswegen dachte ich, vielleicht kann man den irgendwie schieben, weglenken von diesem Bereich. Ja, Alter. Okay. Zack. Wo müssen wir hin? Wahrscheinlich weiter rum, ne? Ja, sieht stark danach aus. Hier ein bisschen Klettern, Parkouring und so. Okay. Komme ich denn jetzt hoch? Da hinten leuchtet irgendwas. Ah, wahrscheinlich die Reflexion wieder. Alter. Alter. Hört auf, mich zu erschrecken. Du bist ziemlich schnell. Alter. Ich fühle mich nicht gut, BD. Ich habe mich gerade echt voll erschrocken. Das ist so selten. Das macht es halt wirklich effektiv. Ach, das hat mich schon ein paar Mal gehabt. Dass wir das Ding immer noch nicht irgendwie dingsen können. Ach, da ist immer noch der Scharfschütze. Okay, hier kommen wir aber nicht weiter, ne? Das heißt, das ist eher ein Hindernis für uns. Okay, betätigen wir nochmal. Ne, Moment mal. Das hat die Sache definitiv nicht besser gemacht. So ein bisschen auf den Nerv, dass das so zittert. Kann ich denn jetzt vielleicht, indem ich zurückgehe, jetzt irgendwo hoch? Weil es kann natürlich halt sein, dass wir irgendwie zurücklaufen müssen, aber hier kommen wir ja nicht weiter mehr, ne? Nee. Das kann ich nicht. Okay. Diese Wurzeln, ja, die gehen immer so steil nach oben. Ich weiß gar nicht. Nee. Sieht nicht so aus. Ah, Alter. Das ist zu weit. Ich stehe jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Moment mal. Achso, wie lange braucht das Ding eigentlich? Ich weiß jetzt. So. Genau das hier. Ja, schon knapp. Aber es ist machbar.
Quatsch, Alter. Schon fies. Ich werfe gerne nach Kakteen und anderen Pflanzen, die pieksen und verletzen nach dir. So nach dem Prinzip. Zack. Achso, hier geht's weiter. Ich war mir halt gerade nicht sicher, ob das ausreicht. Wo ist der Scharfschütze? Ach, Flammenwerfer war das, nicht Scharfschütze. Ja, okay. Hab's erledigt. Komm, stupst den runter. So was finde ich cool im Spielen, dass auch Gegner von Tieren und Monstern halt attackiert werden kann. Das gibt es gar nicht in so vielen Spielen, ehrlich gesagt. Normalerweise muss man immer alles selber machen, was ich auch so ein bisschen nachvollziehen kann. Aber dann denke ich mir so, ja, dann lohnt es sich nicht. Bam. Lohnt es sich halt nicht mehr, so eine krasse Karte zu machen, wenn das einfach keinen Unterschied macht mit der Umgebung. Das vermisse ich so ein bisschen bei anderen Spielen. Deswegen bin ich ein großer Fan, wenn man auch Karten zerstören kann. Aber jetzt nicht so, wie heißt das, so vorgefertigt Standardsachen zu zerstören, sondern wie bei Rainbow Six. Du kannst wirklich jeden Zentimeter ein Loch reinschlagen in die Wand und nicht an bestimmten, wie soll ich sagen, wenn ich einmal schlage, ist die ganze Wand weg, so einen ganzen Quadratmeter, ne? Junge, ich hab dich eigentlich... Also zählst du schon als großes Tier? Alter, du bist... So. Stimmt zu mir, BD. Das ist viel besser. Genau, dass man halt nicht wie bei anderen Spielen einfach an so einen vorgefertigten Quadratmeter wegschlägt. Dem Imperium wären viele Artefakte entgangen, wenn du auf diesem Planeten nicht eingegriffen hättest. Ist das den Preis wert? Projekt Bohrer soll teuer gewesen sein. Sturmtruppler und Arbeiter. Verzichtbare Ressourcen. Du bist ein Monster. Dafür trägt Zier die Schuld. Ja. Deswegen meine ich halt, eigentlich sind die... Oh, muss ich sie vorher fangen, oder wie? Deswegen sage ich ja, eigentlich finde ich die Bösen gar nicht mal so schlecht. Eigentlich auch cool in gewisser Weise, aber dann halt solche Aussagen wie verzichtbare Sachen. Ja. Ist eine Abkürzung freigeschaltet. Achso, wir sind hier einmal rumgelaufen. Ja. Bumm! So, jetzt sind wir bereits oben über dieser Kugel. Genau, das ist auch unser Ziel. Warte, wo ist unser... Genau, da hinten irgendwo. Aha, schaut euch das an. Da sind die wieder. Gut, wir hatten ja auch gespeichert zwischendurch. Oh, nicht schon wieder. Ich komme hier nicht durch, Alter. Du gehörst mir. Meine Fresse, Alter. Erst komme ich nicht hier aus diesem Scheiß raus. Die Steine haben mich komplett blockiert. Und jetzt werde ich erstmal in so eine Ecke gedrängt. Hab's erledigt. So. Wozu kämpfen, wenn man es auch so machen kann? Hopp! Was? Aufständischer! Bin dabei! Ah! Das Timing ist ein bisschen blöd. Wir werden direkt hinter dir sein. Zack, 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 zack. Der letzte. Jetzt sind wir alleine, Jedi. Ja, das stimmt. Und? Nein! Ich habe gerade keine Macht drauf nicht geachtet. Bumm! Uff. Jetzt bräuchte ich was zum Heilen. Das macht die Geräusche, ey. Ich höre ganz so ein dumpfes Bom, Bom, Bom. Jetzt ist das Geräusch weg. Bam. Wahrscheinlich ist das die Abkürzung für den Rückweg. Ich habe das Artefakt zur Analyse auf mein Schiff gebracht. Schade, du warst leider nicht da. Es ist egal, was geschieht. Du wirst das nie verstehen. Und du schon? Das wirst du bald erfahren. Das Risiko gehe ich ein. Okay. Noch mehr Wandmalereien. So, als würde so ein Chor summen. Als weil die Luft hier irgendwie durchfließt. Bestimmt können wir da was damit machen. Naja, okay. Was
Muss ich jetzt hier? Ja. Macht das denn Sinn ganz nach oben? Alle. Ah. Was war das denn? Zack. Auf ein neues. Nachher sterbe ich wieder, so wie bei einer der alten Episoden. Boah, das war knapp. Weil ich einfach zu oft mich selbst verletzt habe in diesem Zusammenhang. Eieiei. Höher komme ich nicht, also. Alter. Das ist schon knapp. Achso, hier kann ich nach unten. Ja, hier bin ich safe. Und hopp. Zack. Hier ist es noch nicht. Ah, das war die falsche Taste. Und verlangsamen können wir es. Okay, das wollte ich wissen. Ah, ist aber unabhängig. Weil diese komischen Magneten ja sowieso getriggert werden. So. Ja, okay, okay, gut. Das heißt, die Macht bezieht sich wirklich nur auf dieses... Hier auf diesen Materialien. Boah, das möchte ich gerne. Deswegen mag ich so das Weltall, die ganzen Galaxien und so weiter. Bestimmt gibt es irgendwie so ein Material, was genau sowas kann. Hier so wie Neodym-Magnete. Was in Kopfhörer und Lautsprechern verbaut wird. Bestimmt gibt es auch irgendwie so ein natürliches Ding mit dieser Magnetkraft. Genau, hier gibt es wieder so ein Ding. So, meditieren. Wir müssen ja sowieso kämpfen. Da können wir aber unser Leben wenigstens hochdrücken. Wir haben aber Punkte verfügbar. Deswegen würde ich gerne mal schauen, was könnten wir machen. Kämpfen war eigentlich am besten, weil bei Überleben haben wir nicht so viel. Ich weiß halt nicht, ob wir noch was freischalten, weil hier sehen wir noch diese... Hier sind so ein paar Punkte sozusagen. Könnten ja Slots sein, die man irgendwie freischaltet. Luftangriff so ein bisschen, dann würde ich das hier nehmen, mit den Verlangsamen, weil dann können wir hier mehrere Leute verlangsamen, so wie es aussieht. Anvisierte Gegner werden länger verlangsamt, kann alle Ziele in seiner Umgebung, also Umfeld, also, dann machen wir das auch. Ich muss dafür die Taste halten, ah, okay, das heißt, ich kann es dosieren. Muss ich mir merken, auf jeden Fall. So, aber wie es dann weitergeht, werdet ihr trotzdem erst in der nächsten Episode sehen. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, weil dann könnt ihr nichts mehr verpassen und ihr unterstützt mich so auch aktiv am besten auf YouTube. Ihr könnt auch meine Social-Media-Kanäle auch einen Follower dalassen, denn dort poste ich auch Sachen von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel mal zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.